In diesem Video möchte ich Ihnen die Internetradiofunktion des Entertain TV Media Receiver zeigen. Der neue Media Receiver MR400 und auch die Zweitbox MR200 verfügt über eine Musikfunktion. Auf der Fernbedienung gibt es hier die Taste Musik. Und wenn ich die einmal drücke, komme ich in die Funktion Internetradio. Der zuletzt aufgerufene Sender wird dann hier auch direkt aufgerufen und abgespielt. Ich habe hier die Möglichkeit, alle Sender zu durchblättern. In dem Fall kann ich hier nach Buchstaben sortieren. Ich kann über die Optionstaste noch filtern, zum Beispiel nach Land. In Summe stehen aktuell fast 9000 Radiosender weltweit zur Verfügung. Ich könnte mir aber auch nur für ein bestimmtes Land die Radiosender filtern. Ich kann das Ganze nach Genre filtern, also zum Beispiel Chillmusik oder aktuelle Technomusik. Ich kann das Ganze nach Sprache filtern. Wenn ich zum Beispiel Fremdsprachen mag, kann ich zum Beispiel alle französischen Sender mir anzeigen oder filtern. Alles das hier über die Optionstaste. Ansonsten, wie gesagt, kann ich mir Favoriten dazufügen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt in dem Sender bin, kann ich hier auf Favoriten gehen und mir meine Lieblingssender auswählen. Jetzt wird Antenne Bayern Chillout zum Beispiel abgespielt. Es wird immer, wenn ich die Sender wechsle oder auch so zwischendurch zum Bildschirm schon ein Hintergrundbild geladen, dass einfach der Fernseher nicht schwarz ist, sondern einfach ein schönes Bild hat. Und eine Suchfunktion gibt es auch noch, wenn Sie einen speziellen Radiosender suchen, den Sie empfangen möchten, dann können Sie hier natürlich die Suchfunktion nutzen. Und dann werden alle Sender, die diesen Kriterien entsprechen, also zum Beispiel jetzt hier alle Hamburger Sender, angezeigt und dann kann ich hier auf Energy Hamburg zum Beispiel wechseln. Und das Ganze wird über mein Soundsystem wiedergegeben. In dem Fall habe ich hier ein Sonos Soundsystem und dann habe ich auch eine entsprechende Soundqualität. Brauche mir kein Internetradio kaufen, sondern alles über den Media Receiver als eine Funktion.